Das heißt, die müsstet ihr jetzt beim Dings bei YouTube einige? Ja, jetzt haben wir Musik gemacht. Oder eine örtliche. Wenn man Musik hört, dann dreht er ab, weißt du? Achso? Ja. Oh, okay. Oh. Hallo, servus. Geht's? Hörst du mich? Boah, warte, musst du den noch. Eingeschaltet war's. So. Hörst du mich? Hörst du mich? Wenn man Musik hört, dann dreht er ab, weißt du? Achso? Ja. Ist da, ja. Oh, ist da, passt. Funktioniert, ja. Ja. Geht. Kannst wieder Musik. Kannst wieder Musik, ja. Ja, wir haben gerade ein Mikrofon. Ich schalte jetzt aus, gell? Hat funktioniert. Das ist ja alles friedlich. Das sind alle halt, also das sind alle halt, also das sind alle halt.
Spielzeugenlauf. Da möchte ich jetzt begrüßen im Namen von FSV Wales. Das erste Heimspiel in Wales zu den wichtigsten Spielen im Jahr. Grüßen auf die Leute aus Frankfurt mitgereist in den August. Ben Gruß ist da. Aber auch die Westerkulisse ist auch voll. Auch viele Fans aus Linz da.
den Aufstieg zu machen. Doch wir haben nie aufgegeben, es waren Berater Steiniger, die in letzter Woche in Klagenfurt redet und die eine Serie. Und heute mögen wir gemeinsam mit euch den Aufstieg feiern. Wir möchten uns auch an dieser Stelle bei unseren ganzen Partnern, Unterstützern, Sponsoren für die tatkräftige Unterstützung bedanken. Bei Imo AMS, Idealbau, Prima Bild, MS 10%, HG, Charlies, Gartenservice, Versicherungsmakler, Chantrich, KZ-Senat, Malerei-Senat, Tomek, Schattenberg, BEM-Bau, EZ-Da, Vibopass und unser Hauptsponsor, Libo Group. Danke für eure Unterstützung. Der Aufschluss der zweiten Bundesliga im Tor.
Zürich Lusching, der Sekundarbeitergemeinschaft Enes Kucanovic und der Sekundarbeitergemeinschaft Enes Kucanovic, der Sekundarbeitergemeinschaft Kubelic, der Sekundarbeitergemeinschaft Stadtverbesserung Josipu Svetlosar Angelov. Das Abschiebersieg mit der Ex-Trainer Josef, mit der Ex-Trainer Svecic, der 20-Fahrer Kubelic, mit der 77 Christian Kredovic, mit der 90-Mein Kredovic, der 97 Leon Christelatz und mit der 98 AG Karabic. Ja, es Moritz, diese Jungs wollen heute aufsteigen. Durch in der Ranovic, die folgende Spieler heute im Schlafzimmer aufstehen. Im Tor mit der Nummer 15, Ali Mekanovic! Mit der Nummer 6, Denis Vlasic! Mit der Nummer 10, unser Kapitän, 27 Tore, Emil Obimovic! Mit der 13, Nummer 7, Fatou Ibrahimi, mit der 8, Okan Engiz, mit der 9, Dino Čović, mit der 11, Muhammed Al-Ashtani, mit der 12, Dominik Bolo, mit der 16, Haris Emic, und mit der 17, Fakunin Hasanbašić. Das ist das Team und das Team des Vorfelds. Thank you.
Liga Professional Spielzeug in Schiedsrichter, also 10 Jahre Erfahrung. Da se igramo.
Herzlich willkommen, Dominik Mohr! Heute Fortschritt! In der Nummer 16 kommt Ali Selig! In der 17 kommt Rudi Wassermaschisch! Und zur Startformation unser Torhüter heute Abend mit der 15, Ali Begrüß! In der Nummer 6 kommt So, wir sind da im Wels, ein Finale, Aufstieg, das haben wir mal. Das Match hat angefangen, oh, die erste Möglichkeit durch Beldin Duric. Semir Mulkic führt den Eckball aus. Für Flamengo.
Fall. Es geht weiter. Beide Mannschaften schon einen Schuss jeweils in der Anfangsphase. Wir haben erst 37 Sekunden gespielt. Oh, da geht ihm ja Muminović durch. Klasse abgewehrt von Philipp Luschin. Der nächste Eckball, der zweite Eckball für Wels. In die Anfangsphase. Trainer Ivan Ivanović sagt, wir probieren's. Alle außerhalb vom Strafraum. Ball geht auf Beldin Duric. Senior Mujic. Oh, gefährlich. Noch am Ball. Ball geht für Flamengo. Schön geklärt von Denis Pašić und die nächste Möglichkeit. Schon drei Torschüsse von Wels und drei Eckbälle. Wels mit 100% in den ersten Anfangsminuten. Wieder alle Spieler außerhalb im Strafraum. Geht der Ball raus oder kommt da einer rein? Der Ball ist noch nicht ruhend. Eldin Duric. Oh, das ist ein Foul, ja. Da gibt es nichts zu diskutieren. Wer wird den Ball antreten? Eldin Duric. Rechtsfuß. Coach Nohanovic sagt Stange. Kapitän und Topscorer, 27 Tore, Emir Muminović. Ist im Strafraum. Belvin Duric, was macht er? Flacher Schuss, wird geblockt. So, Philipp Luschin wirft über die Mittellinie. Und guter Schuss von Hasan Kupinić. Ah, da geht's jetzt hin und her. Nächster Schuss von Flamengo. Aber den hält Alvin Beganovic. Jetzt wird das Spiel wieder langsam aufgebaut. Es waren zwei Konter, aber einer von Wels ist gleich wie ein Bumerang zurückgekommen. Denis Pašić, Emir Muminović hat den Ball. 3-1. Wird es das? Ah, knapp dabei. Ganz knapp. Flamengo im Ballbesitz. Und sie sind wieder vor dem Tor. Kapitän Enis Tomjanovic. Ball für Wels. In violett-weiß, Flamengo in rosa-schwarz. Langer Ball von Beganovic. Ja, im ersten Spiel gewannen die Auswärtsherren mit 6:5, ein sehr spannendes Spiel. Ja, da wollten die Gäste einen Foul. Schiedsrichter lässt weiterspielen. Konter von Mujic. Duric. Duric zu Mujic. Mujic auf Muminović. Oh, Ballverlust. Das darf nicht passieren. Kann das Kupinić ausnutzen. Gut reagiert von Beganovic. Und der lässt sich nicht vom Ball trennen. Hier hat er Platz. Und jetzt gibt es einen Wechsel bei alle vier Mann runter. Vier neue rauf bei Flamengo.
Mujkić geht ins Dribbling, zieht rein mit den Rechten, nochmal auf den Linken. Entscheidet sich dann für den Pass auf Mominović. Mominović will da vorbei. Nein, der Ball war im Out. Wird der Mann vom Schiedsrichter. Bislang bei den Fouls ein Foul von Flamengo. Das war dann auch der Freistoß. Ein langer Ball. Ah, da ärgert er sich. Da ärgert sich Stredojevic Christian, dass er den Ball so ohne Gegendruck verloren hat. Rudic zieht wieder rein. Rudic gegen. Und hier gewinnt er das Duell. Ah, das war knapp. Wieder das Duell gegen Stredojevic. Und Flamengo schon wieder im gegnerischen Strafraum. Schöner Querpass. Schöner Querpass hier von Buljubašić. Doch auf der anderen Seite Smail Delić war nicht gefasst auf den Pass. Jetzt auch mal Wechsel bei Wels. Sind runter. Zwei neue sind Fatlum Ibrahimi und Dominik Balog. Es ist ein richtiges Finalspiel. Es geht hier richtig zu und hier der Ballverlust von Ibrahimi. Und Flamengo, das war knapp von Buljubašić. Also für die ersten 5 Minuten beide Teams schon 5 Versuche, 3 Eckbälle, alle 3 für Wales, ein Freistoß. Also es wird hier nicht lange der Ball hinten gehalten, beide Mannschaften kommen relativ schnell zur Aktion. Jeder will hier in Führung gehen. Es geht heute um alles. Wales hat etwas den Vorteil, sie spielen zu Hause, allerdings auch das erste Mal zu Hause in Wales. Alle anderen Heimspiele waren in Schwanenstadt, Linz und sogar in Wien. Da hat man ein Heimspiel bestritten. Sie sind zum ersten Mal in Wales, aber nächste Saison allen gesichert, egal ob Aufstieg oder Nichtaufstieg, sie dürfen in Wales spielen. Daheim ist daheim, würde man in Bayern sagen. Daheim ist daheim. Und hier nimmt er den Ball weg. Armin Kachvecic. Im letzten Spiel gegen Wales rote Karte gesehen, gelb-rot. Und es kommt wieder der Kapitän, Topscorer Emir Mominović. 27 Tore in der laufenden Saison. Er und Tino Maturuga von Kärnten von LPSV kämpfen um den Torschützenkönig. Der hat allerdings 23 Tore, er muss heute 4 oder mehr Tore machen, wenn er Torschützenkönig werden will. Der Mann von Kärnten. So, Ballock wirft, langer Ball, findet da niemanden. Eckball. Armin Kachvecci wollte den Ball, Kachvecic wollte den Ball klären. Doch er geht ins Out. 4. Eckball für Wales. Es geht hier sehr schnell und das ist ein Foul, ja. War noch außerhalb. Foul von Mohamed Oraschanin. Es gibt einen Freistoß. Bei den Fouls mittlerweile. Zwei zu eins. Wales 2 Fouls, Flamengo 1. Freistoß für Flamengo, Linksfuß. Faris Buljubašić wird den wohl machen. Mal sehen, kommt der Schuss oder wird nochmal abgespielt auf die zweite oder quergelegt? Ja,
Und der Schuss kommt, bleibt in der Mauer hängen. Nachschuss, trifft den eigenen Mann und kommt an Muminović. Muminović. Es geht sehr, sehr, sehr schnell. Smail Lilić. Langer Ball auf Muminović, den hat Torhüter Filip Lušin. 19 Jahre jung. Der Keeper, der Kärntner. Aldin Beganović hatte schon ein paar Aktionen, beide Torhüter schon gefordert hier. Ah, denke ich, vergibt man billig. Billig gibt man den Ball her für Flamengo. Bislang Wales etwas gefährlicher, mehr Offensivaktionen bei den Torschüssen ausgeglichen. 5:5. Wales hatte eindeutig die besseren Torchancen bis jetzt. Vier Eckbälle zudem, Flamengo noch ohne Eckball, Freistöße momentan ausgeglichen 1:1. Bei den Fouls nach wie vor führt Wales 2:1. Hier ein Heber. Der kommt nicht durch, da kümmert sich Dominik Balog darum. Da war wieder ein Foul. Drittes Foul von Wales. Drittes Foul. 7 Minuten und 8 Sekunden. Jetzt müssen sie aufpassen. Noch 3 Fouls, dann gibt es einen Penalty. 10 Meter. Und dann ist jedes weitere Foul ein weiterer Penalty. Dieses Mal wieder Linksfuß. Faris Buljubašić spielt den Ball zurück. Abgelegt. Armin Kafedžić. Schießt nur Emir Muminović an. Es gibt wieder Out. Armin Kafedžić. Buljubašić hier im Duell. Mit Dominik Balog. Ball für Wels. Heval. Kommen wieder nicht durch. Diese langen Bälle, diese Heval, sei es vom Torhüter oder Verteidiger, kommen einfach nicht an in diesem Spiel. Funktioniert noch nichts. Aber es ist ein sehr hohes Tempo. Bei Wels spielt der Kapitän fast durch. Nächstes Foul. Faris Buljubašić bleibt hier liegen. Linksfuß, der hat die 2 Freistöße angetreten. Einen hat er geschossen, in die Mauer den zweiten zurückgelegt. Auf Enes Buljanović tritt jetzt an, Kapitän der Mannschaft, der Nummer 7. Und er landet wieder in der Mauer. Oh, das wird gefährlich. Sie sind im Strafraum. Oh, der wird gehalten von Aldin Beganović. Smail Lilić hier mit der großen Möglichkeit. Der erste Eckball allerdings nach 7 Minuten für Flamengo. Wieder Buljubašić hier. Schöner Heval. Hätte fast funktioniert. Smail Lilić läuft hier nochmal Beganović an. Und jetzt wieder nächster Angriff von Wels. Schöner links. Schöner Schuss mit den Linken von Emir Muminović, den Topscorer. Der nächste Eckball für Wels. Eckball Nummer 5. Flach auf Emir Muminović. Thank you.
wieder ein paar Wechsel bei unseren Gästen. Klagenfurt, heute geht es darum, wer aufsteigen wird. Wenn die Kärntner aufsteigen, dann haben sie drei Vereine aus Kärnten in der ersten Bundesliga. Denn die Polizisten, oh, große Möglichkeit, LPSV, die sind schon aufgestiegen. Die kämpfen heute gegen Pantera Graz um den Meistertitel. Dann sind es schon zwei Kärntner Vereine mit Klagenfurt, das im Playoff steht, aus der ersten Liga. Und wenn Wels aufsteigt, dann haben wir drei oberösterreichische Teams. Also da geht es darum, Kärnten gegen Oberösterreich, welches Bundesland drei Teams stellen wird. Oh, schön abgelegt hier. Philipp Luschin denkt mit. Jetzt nehmen wir ein bisschen das Tempo raus. FSV Wels, interessante Geschichte, wirklich märchenhaft. Den dritten Trainer in der Saison angefangen mit Niko Kocic, der aktuelle Diamanttrainer, fortgesetzt mit Ilja Šimić, Steiertrainer, Steierkickers, und jetzt zu guter Letzt ab November Enver Nohanovic, der viel bewegt hat in der Mannschaft. Auf der anderen Seite Ugur Koc, Obmann von Flamengo. Also für den neutralen Zuschauer ein Top-Spiel hier in Oberösterreich in Wels. Viele Aktionen, noch kein Tor. Wir haben jetzt schon langsam gleich die ersten 10 Minuten um in der ersten Halbzeit. Und hier geht Delic will hier vorbei bei Milos Dučanović. Hier die nächste große Möglichkeit. Doch Filip Luschin ist zur Stelle. Auf den Schlussmann von Flamengo ist Verlass. Den sehr jungen Schlussmann. Hier verliert Duric den Ball, ohne Gegeneinfluss. Schöne Aktion hier, schön weitergespielt den Ball. Doch Aldin Beganovic, der Schlussmann der Welser, nicht zu schlagen heute, bislang. Oh, schön von Emre Muminović, aber da spielt Filip Luschin mit und da spielt er ein bisschen zu viel mit, sehr riskant. Da muss er den Ball eher klären, sonst macht Muminović hier seinen 28. Treffer. Oh, da gibt es ein bisschen Unstimmigkeiten, wie man es auch von der Tribüne hören kann. Die Tribüne in Wels will das anders gesehen haben, doch der Ball ist für Flamengo. Schiedsrichter Bünyamin Kilic Dagi aus der Wiener Stadtliga leitet das Spiel. Unterstützt wird er von Togru Fatih und Magista Philipp Reitinger. Das heutige Schiedsrichter-Trio. Oh, der nächste Reihe gegen zwei. Können Sie daraus was machen? Kilic! Tor! Nächster Versuch. Ja, die Halle gut gefüllt. Auch viele Fans aus Linz da, die was heute beim Linzer Derby dabei waren. ASK FC Diamant Linz gegen FC Ludwig Weißschnitzi. Da waren ungefähr 800 Leute in der Halle. Und da haben auch viele gesagt, sie werden rüberfahren. Und wieder das Außennetz von Semir Multic. Nochmal zu den Zuschauern. Wir wählen sie auch. Endlich mal wirklich zu Hause spielen zu können. Aber auch die Kärntner Flamengo sind mit einem Bus angereist. Fans gemeinsam mit der Mannschaft, sehr familiär. Und hier Duric. Ah, gute Idee, doch keiner war da. Keiner hat bis zum Schluss mitgedacht von den Welsern. Wieder ein Hebel, die eigentlich nicht wirklich funktioniert. Aber jetzt schöne Annahme von Dučanović. Oh, schön abgelegt von Dražanović für Svetolozar Angelov Josijov. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ein bisschen schwieriger Name heute bei den Klagenfurtern, Kärntnern.
8 Minuten, 19 Sekunden bleiben noch in der ersten Halbzeit. Viele gute Möglichkeiten. Da haben wir noch keins gesehen. Aber es geht ordentlich zur Sache. Keiner will und wird dem anderen hier was schenken. Zur Tabellensituation. Erster LPSV Kärnten, die Punkte wurden geteilt. Wenn es hier einen Sieg gibt von, also wenn beide Teams gewinnen, sagen wir die zwei Ersten, wenn Kärnten, LPSV, die Polizisten und FC West gewinnen, haben beide 18 Punkte, bleibt aber Kärnten dennoch Erster, weil sie einen halben Punkt statistisch mehr haben aufgrund der Punkteteilung. Nein, das war kein Foul. Smile Delic von Flamengo hätte hier gerne einen Foul gesehen. Bei den Fouls steht es aktuell 4-1. Wels 4 Fouls, Flamengo 1. Sieben Minuten und 30 Sekunden haben wir noch der ersten Halbzeit. Das erste Tor wartet noch und jetzt 2 gegen 2. Findet er ihn? Da geht er drüber. Schön reingespielt noch Svedojevic Christian. So unpräzise hier in der Situation. Nochmal zur Tabelle. Erster Kärnten mit 15 Punkten, der Differenz 44. Zweiter Wales, ebenfalls 15 Punkte, plus 36 der Differenz. Und hier ein guter flacher Schuss. Hartes Einsteigen, das Spiel wird weiter. Das Spiel wird nicht unterbrochen. Und jetzt gibt es die erste gelbe Karte für auf der Bank. Die erste gelbe Karte. Für die Nummer 8, Okan Elgit, bekommt für Meckern von der Bank die gelbe Karte, die erste im Spiel. Ja, da zeigt das nochmal an, die Nummer 8, gelb. Duric führt den mit das Out aus. Beim Out muss im Futsal der Ball ruhen, sonst darf er nicht weitergespielt werden. Hier der Nummer 17, Fakhruddin Hasanbasic, der aus viel Erfahrung bei ASK FC Diamantins gesammelt hat, gewechselt zu Beginn der Saison und hilft hier beim Aufstieg mit bei Wels. Svedojevic Christian, einer der auffälligsten Spieler bei Flamengo mit Smile Delic und Faris Bulubasic. Wieder zu zentral auf Lushin, kein Problem für ihn. Hier erklärt der Konter für Smile Delic. Der Ball bleibt hängen. Und jetzt Denis Basic. Gut aufgehalten von Christian Svedojevic. Duric. 5 Minuten 46 noch zu spielen in der ersten Halbzeit. Da wartet man. Wer macht den ersten Schritt? Und hier gewinnt Faris Bulubasic den Zweikampf, leitet den Konter ein, aber trifft erneut nicht das Tor.
und schon wieder Fehler beim Aufbauspiel bei Wels. Das könnte mal teuer werden, wenn man so viele Fehler macht beim Aufbauspiel. Trainer Nohanovic hat dort schon das Timeout. Kärtchen in der Hand. Es könnte gleich zu einer Pause kommen, zu einer Unterbrechung. Oh, das erste Tor für Flamengo! Torschütze ist der Nummer 77, Christian Sojevic, der auffälligste Spieler bei Flamengo. Das 1:0 für die Gäste. Flamengo führt mit 1:0 auswärts hier bei Wels. Hier sehen wir Mujkić, Dino Čodalić, auch drinnen mit der Nummer 9. Ja, er findet Hasan Basic. Aber die Hand mit dabei, schießt wieder gleich zweiter Spiel. Jetzt wird es hier heftig. Und es gibt wieder eine Karte. Die Bank von Flamengo aufgesprungen. Es gibt die gelbe Karte für Smail Delić von Flamengo. Jetzt ist es auch bei den gelben Karten ausgeglichen. Pro Mannschaft eine gelbe Karte. Bei den Fouls ist es aktuell 4:2 für Wels. Ja, es geht ja schon zur Sache. Keiner will ja heute verlieren, sonst muss man ein Jahr weiter in der zweiten Liga spielen. Es wird noch ein bisschen diskutiert. Aber Denis Basic und Dino Čodalić stehen beide schon beim Freistoß. Wer wird ihn treten? Beide. Ich glaube, dass beide Rechtsfüße sind. Ja, Denis Basic wird den Ball treten. Dino Čodalić ist vorne. Wird wahrscheinlich reinlaufen auf einen Abpraller. Und der Schuss kommt wieder flach, bleibt wieder der Mauer hängen. Freistöße sind es aktuell 3 für Flamengo, 2 für Wels. Mehrheit der Freistöße sind in der Mauer hängen geblieben. Ja, Dino Čodalić ist im Großfeldfußball auch Abwehrspieler. Wir haben ja für die Defensive, wir haben auch das erste Timeout. Timeout von Wels. Sie haben das Timeout gefordert. Ja, die letzten Ergebnisse beider Mannschaften. Beide Mannschaften haben in den letzten Spielen einen Auswärtssieg gefeiert. Flamengo in Graz, ein Schützenfest, 11:4 Sieg. Die Torschützen waren Hasan Dujanovic, Hasan Kupinic, Josifu, Sveto, Lozar, Angelov, Smail Delić, Faris Buljubasic, Midnes Becic. Zweimal trifft Ines Bojanovic und ein Hattrick erzielt Armin Krahvecic. Wels gelang letzte Woche eine Sensation in Klagenfurt, in LPSV Klagenfurt gegen die Polizisten, die seit 4 Jahren kein Heimspiel verloren hatten, wenn man die Corona-Zeit dazu rechnet. Das letzte Mal gegen Liberta am 8. Februar 2020, 5:8. Turbulent war es in Klagenfurt. Da trafen Dominik Balog, Fatman Ibrahimi, Kemal Hamulic, Eldin Duric, zweimal Simon Mukic und der Topscorer darf auch zweimal Emir Mominovic. Ja, aktueller Torschützenführender in der Torschützenliste ist vor Dino Maturuga auch vom Kärnten LPSV, der 23 Treffer hat. Nächster Timeout, gleich von Flamengo gleich drauf. Auch eher eine Seltenheit. Aber da kommen wir auch gleich zum letzten Duell vor 2 Monaten in Klagenfurt, 2. Dezember, gewann Flamengo knapp mit 6:5, ein turbulentes Spiel, offener Schlagabtausch damals.
Vor allem in der zweiten Halbzeit, in der ersten Halbzeit war es sehr ausgeglichen, 1-1. Zum Schluss als 6-5-Sieg für Flamengo, ein Schlagerspiel, zwei Ausschlüsse und 11 Treffer. Treffer für Flamengo war damals Armin Kafecic, Smail Delic zweimal drauf, Timo Todor Kostic, der heute nicht da ist, und Leon Brisevac. Interessant, dass alle von der Bank damals gekommen sind, dass keiner dieser Spieler, der damals gegen Wales getroffen hat, in der Startformation war. Für Wales hat natürlich der Torschützenführende Emir Muminovic getroffen, zweimal Charlie Chail Idrisi, der zur ASK FC Diamant gewechselt ist und auch Vater vor kurzem geworden ist, und Dominik Barlock hat damals auch in Kärnten getroffen. Damals gab es auch einige Karten, zwei rote Karten, einmal gelb-rot für Armin Kafecic für unsportliches Verhalten, und Adem Kancic, der Ersatztorhüter, heutiger Ersatztorhüter von Wales, wurde damals für tätigkeitsgleich mit Rot ausgeschlossen. Eine Minute vor Schluss. Oh, der Konter, Denis Pašić. Legt ab. Jetzt wird das Spiel ein bisschen ruhiger von Wales gespielt. Man haltet den Ball etwas länger, man geht nicht sofort in den Angriff. Ball für Wales, das sieht Flamengo anders. Aber es wird nicht heftig diskutiert wie vorhin. Und knapp, knapp. Da hätte man mehr draus holen können. Mohamed Oraschanin, der auch von Linz kommt, von Ludwig Gleischnitzi. Ja, Dino Czolalic bringt ja diese Stabilität hinten mit rein. Und da hat es eine Tätigkeit gegeben. Ich habe es jetzt nicht gesehen. Muss seinen Kontakt gegeben haben. Smail Delic oft in solchen Sachen verwickelt. Vorhin auch die gelbe Karte gesehen. Oh, 3 gegen 1 Flamengo und das 2-0. Von Smail Delic. Der macht das 2-0. Ja, da waren sie in Überzahl und das nutzen sie aus. Svedojevic zum 1-0 und jetzt Smail Delic das 2-0 für die Klagenfurter. Da hat Wales viel zu nachholen in Halbzeit 2. Muminovic noch auf der Bank, wieder noch reinkommen in der ersten Halbzeit für Wales. Tor braucht es, das ist die Torfabrik von Wales. Ja, eine gute Führung für Flamengo, wenn sie das halten oder sogar noch erhöhen, gehen sie beruhigt in der Halbzeitpause. Für Wales würde ein Unentschieden reichen.
Wels muss heute nicht gewinnen, wenn sie aufsteigen wollen. Flamengo muss gewinnen um jeden Preis. Aktuell die Chancen viel besser ausgenutzt. Und langer Ball von Aldin Beganovic. Ja, hier bleibt er lästig. Christian Stojevic stört hier immer wieder da vorne. Einer der auffälligsten bei Flamengo. Denis Basic, Dino Čodalić, Fatum über ihn legt hier schön ab. Muminović, der wieder reingekommen ist, bringt den, kommt nicht zum Schuss. Denis Basic blockt hier. Es gibt Out für Flamengo. Stojevic geht runter, es kommt wieder Smail Delić. Die beiden Torschützen wechseln voneinander. Und hier das 3:0 von Svetlosar, Angelo Fiosifov. Da haben sie nicht aufgepasst, sie haben hinten geschlafen. Und es wird von der Halbzeitpause in der letzten Minute der ersten Halbzeit noch das 3:0. Ja, da freuen sich die mitgereisten Fans. Ein Fanbus kam von Klagenfurt mit, von Carinthia, Flamengo, Futsal Club Klagenfurt. Sehen wir ja noch einen Treffer in der ersten Halbzeit vom ersten FSV Wels. Oder gehen wir mit 3:0 in die Halbzeitpause? Jetzt muss ich einiges noch tun. Da wollen die Wels ein Foul, gibt's nicht. Stojevic. Svetlosar. Hier im Angriff, Entschuldigung. Das will Buljo Basic anders gesehen haben. 28 Sekunden. Sehen wir noch eine Möglichkeit. Aldin Beganovic mit einem Heber. Kommt er durch? Nein, Lushin hat ihn. Entschärft hier fürs Erste. Vorne wartet wieder Svetlosar auf den Ball. Smail Delić führt das Out aus. Ja, da waren sie sich nicht ganz einig. Noch 14 Sekunden in der ersten Halbzeit. Und dann geht's ab in die Pause. Wieder ein Heval. Und Flamengo, noch 7 Sekunden, sehen wir noch einen Schuss. Ja, und ein Eckball, noch 3 Sekunden, der letzte Eckball, der bereits zweite Eckball für Flamengo. Der 7. im gesamten Spiel, ja, 3:0 in der ersten Halbzeit. Wir melden uns wieder kurz vor der ersten, vor der zweiten Halbzeit.
So, weiter geht's mit Halbzeit 2. Null in der ersten Halbzeit für Flamengo und auch gleich der erste Torschuss in Halbzeit 2. So, weiter geht's mit Halbzeit 2. Und der erste Eckball. Haben die Welser Mominovic wieder von Beginn. Ah, nächste Möglichkeit. Ja, die erste Halbzeit hat Wels ähnlich aufgemacht wie jetzt Flamengo, gleich mit einem Eckball. Eckbälle in der ersten Halbzeit waren es insgesamt 7, 5 davon für Wels, 2 für Flamengo, für die Kärntner. Bei den Schüssen war es ziemlich ausgeglichen, 7-7, bei den Fouls 4-2 für die Welser. Ja, 3-0 führen die Kärntner und sind somit aktuell in der ersten Liga. Wenn es den Welsern hier zu Hause gelingt, einen Punkt zu holen, dann steigen sie auf. Also wir sehen hier sicher noch spannende 18 Minuten und 45 Sekunden. Die Treffer für Flamengo, 1-0 war Sredojevic Christian. Für das 2-0 Smail Delic, für das 3-0 Sveto Losar. Und schöne Parade von Aldin Beganovic. Gleich der Konter eingeleitet. Und Mominovic legt ihn sich auf seinen starken Linken, wird geblockt. Faris Buljubasic, der lange war mit der Nummer 20, blockt hier den Ball. Out für die Welser. Ja, die Welser natürlich eine sehr, sehr interessante Geschichte. Ah, hier. Den Ball wieder billig verloren an Christian Sedojevic, der den Konter macht, aber nicht an Torhüter Beganovic vorbeikommt. Eckball, der zweite schon in der zweiten Halbzeit innerhalb der ersten 2 Minuten für die Kärntner. Smail Delic den Eckball antreten. Es bietet sich Buljubasic an, trifft nur das Außennetz. Die ersten 2 Minuten aktuell, die Kärntner einzig alleine mit Offensivaktionen. Mal sehen, ob wir jetzt die Welser sehen. Sie haben viel vor sich, wenn sie noch in die erste Liga heute aufsteigen wollen. Und Luschin, da will man den Ball, den Kontakt außerhalb gesehen haben. Die Schiedsrichter sagen nein. Es wird noch diskutiert. In der Zwischenzeit vergibt es die Nummer 77, Sedojevic. Nächste Möglichkeit für die Kärntner. Und da war ein Taucher dabei, gibt gelbe Karte, die dritte heute schon. Erste gelbe Karte in der zweiten Halbzeit. Die erste gelbe holte sich wegen Meckerns auf der Bank. Die Nummer 8, Okan Ilgit. Die zweite, Smail Delic von den Flamengo Klagenfurtern. Wegen harten Einsteigens
und jetzt ebenfalls in der Tätigkeit. Kapitän der Weser, Emir Mominovic. Senja Mujkic lässt sich jetzt nicht vom Ball drängen. Er sucht eine Lösung, hier zum Anschlusstreffer zu kommen. Zeit wäre genug. Senja! Schöne Aktion, wurde geblockt. Fast ein Konter raus. Beganovic, Keeper, kommt raus und gibt den Pass für den nächsten Angriff. Daniel Gitter gegen Svedojevic. Svedojevic wollte abspielen, wird geblockt. Kominovic spielt hier. Nein, und die Füße, Stange! Oh, die Weser wollen Hand gesehen haben. Es liegt einer am Boden, wird nicht unterbrochen. Ja, jetzt wird der Ball rausgespielt. Diese Aktion sehen wir sicherlich noch mal in den Highlights in der Zusammenfassung. Mir persönlich ist jetzt entgangen, warum da hinten Denis Bašić liegen geblieben ist. Aber er geht wieder nach vorne. Es gibt Schiedsrichterball. Aber die Flamengos verzichten den Schiedsrichterball. Wie es ausschaut, ja. Fair Play. Auch bei so einem harten Spiel gibt es noch immer Fair Play. Bašić kann sich hier nicht drehen, gibt den Ball an Mominovic. Ballverlust. Und Senja Mujkić wird da gehalten. Jetzt greift der Schiedsrichter ein. Bei den Fouls immer noch 0 zu 0. Ein Flamengo, ein Foul. Das ist das erste in der zweiten Halbzeit. Bislang das siebte Foul im Spiel. 4 zu 2 für Wales in der ersten Halbzeit. Bekanntlich im Futsal ab dem sechsten Foul gibt es einen Penalty, 10 Meter. Flacher Freistoß von Bašić. Landet bei Lushin. Und die Kärntner kontern schon. Und es geht hin und her. Mujkić verliert wieder den Ball. Die Kärntner in einer guten Ausgangsposition. Hassan Kupinic wieder im Spiel. Er war in der Startformation, ist dann relativ bald rausgekommen und ist jetzt wieder drinnen in der zweiten Halbzeit. In der ersten Halbzeit nur zu Beginn gespielt. Jetzt lässt er sich wieder brücken. Jedenfalls Bucanovic dasselbe. Hat auch dann den größten Teil der ersten Halbzeit auf der Bank verbracht. Hier der lange Ball, wo Emir Mominovic erwischt ihn, kann ihn nicht ins Tor lenken, kann Lushin nicht überraschen. Die langen Bälle sehen wir auch öfters in der ersten Liga. Vor allem von Petja Hočić und Diamantkeeper. Da sind einige Tore aufgelegt. Oh, die Erwischung! Das dreht zu uns! Übrigens! Durch Mohamed Orasjani! Macht jetzt den Anschlusstreffer. Der gibt jetzt die verrückte Aufholjagd hier in Wales. Ja, und drehen sie durch. Das 3 zu 1 für den ersten FSV Wales. Durch die Nummer 5. Mohamed Mukhi-Urasani! Und Ball auf die zweite. Lange nirgendwo. Beganovic wirft er wieder, nein. Und hier, die nächste Chance von Fatih Ibrahimi.
Ja, jetzt sind sie wieder da. Die Tribüne bebt. Mensch lebt für Futsal. Sie wollen in die erste Liga. Sie wollen sich nicht geschlagen geben. Sie brauchen auch nur einen Punkt. Flamengo inzwischen wieder gewechselt. Wieder Smail Delic im Feld hier. Smail Delic hat die auch wieder aufgehalten. Ist am Ball Smail Delic. Schneller kleiner Mann. Smail Delic mit links. Veganovic hält. Hier. Sredojevic. Okan. Mohamed Oraschanin. Der Torschütze bei Wales. Der hat hier den Ball vorhin ungewollt ins Auge. Die vierte gelbe Karte. Der Schiedsrichter gerade nicht so beliebt auf der Tribüne in diesem Moment. Beldin Duric, die vierte gelbe Karte. Bei den gelben Karten steht es 3:1 für die Hausherren. Okan Elgit, Emir Muminovic und jetzt Beldin Duric. Bei Flamengo hat es Smail Delic erwischt. Wirft sich Sredojevic wieder in den Ball. Kupinic, Hasan Kupinic im Duell mit Oraschanin. Oh, der geht Ibrahimi, Fatlum. Spielt auf die zweite, er kann ihn nicht verwerten. Was macht hier Vukanovic? Mit 50% zum Ball und wird hier für Smail Delic erwischt. Mulkic hätte sich dafür Ibrahimi sehr gut angeboten. Vorhin. Ja, die Spannung ist richtig zu spüren. Das ist ein richtiges Endspiel hier in Wales. Wer schafft es, drei Teams in der Bundesliga zu haben? Kärnten oder Oberösterreich? Aktuell Kärnten. Mit Klagenfurt, LPSV und Flamengo werden es drei Teams. Zwei sind schon fix. Aktuell in der jetzigen Saison nur noch eins. Also Klagenfurt. Und schön abgelegt, wir sehen ja Mulkic hier. Hier von Dominik Barlock. Wieder zu Fall gebracht von Ibrahimi. Aktuell bei den Fouls 1:1. In Halbzeit 2 deutlich weniger als in Halbzeit 1. Ja. Duric versucht hier vorbeizukommen. Aber es gibt wieder Out für Flamengo. Oder Stanin am Ball. Zurück auf Egit. Elgit, Okan Elgit, Entschuldigung. Jetzt Duric. Und Smail Delic, 3 gegen 1, 3 gegen 2. Sredojevic. Sredojevic schafft es nicht. Soll die Wales einen Foul gesehen haben. Ball für Wales.
jetzt Unstimmigkeiten. Jetzt die nächste gelbe Karte für den Ersatztorhüter. Nein! Felix wird ausgeschossen! Das Publikum jubelt! Ich hab's nicht gesehen, irgendwas mit dem Wechsel. Dürft nicht hingehauen haben. Ist er zu früh rein oder zu spät raus? Ja, wir haben auch schon die erste rote Karte hier. Im ersten Spiel war es bei den Kärntnern Armin Kachelcic, der rot. Gelb-Rot gesehen hat und wir auch. Und die Kärntner diskutieren noch. Sie müssen jetzt mit einem Spieler weniger spielen, bis dass sie ein Tor bekommen. Und jetzt ist das Wölser Publikum da. Aber auch nicht. Er war nicht im Spiel, also ich habe es jetzt nicht gesehen, warum zwei Gelb hier Gelb-Rot gesehen hat. Jetzt wird diskutiert, wo der Ball war. Schiedsrichter Benjamin Kilic-Stagl reißt die Leute von sich. Dass er hier in Ruhe mit Magister Philipp Reitinger nochmal beraten kann. Belgin Lewis nutzt die Gelegenheit, um sich mal kurz zu stärken. Ja, hier ist noch nichts entschieden. Es geht noch 12 Minuten, 19 Sekunden. 3:1. Hier der Handshake vom Trainer Hugo Kutsch und vom Engel-Trainer und Obmann. Also die Mitte haben sie ja jetzt schon langsam wirklich richtig beruhigt. Smail Delic wird wahrscheinlich schon unter der Dusche sein. So. Und jetzt wird Smail Delic nochmal zurückgeholt. Das wird interessant. Wenn er nicht unter der Dusche ist, kann er noch aus der Kabine kommen. Bin ich gespannt, ob er rauskommt. Der Co-Trainer findet ihn nicht. Co-Trainer schaut, wo Smail Delic ist, sucht ihn auf der Tribüne neben den Fans. Ja, er ist oben, er ruft ihn runter. Interessante Situation. Auch selten gesehen. Ja, Schiri. Ja, auch Schiedsrichter dürfen einen Fehler machen. Sie haben dem falschen Spieler Smail Delic die zweite gelbe Karte gezeigt. Die Entscheidung wird zurückgenommen. Die Wenser-Fans sind sich damit nicht einig. Kurz mit dem Schiedsrichter gesprochen. Mit dem dritten Offiziellen, Philipp Reitinger. Da hört man auch wüste Beschimpfungen von der Tribüne in Richtung Schiedsrichter. Leider sehen wir solche und hören wir solche Sachen zu oft. Muss nicht sein, die Schiedsrichter sind auch nur Menschen. Und ich bin ganz ehrlich froh, dass wir es haben.
ohne die wäre der Sportbetrieb nicht möglich. Die Nummer 7 wird jetzt verwarnt bei Flamengo-Kapitän Enes Grujanovic. Und jetzt nach 2-3 Minuten hin und her dürft jetzt wieder weitergehen mit Futsal. Die letzten 12 Minuten. 12 Minuten und 19 Sekunden haben wir noch auf der Uhr. 3-1 für die Kärntner, für Flamengo. Nochmal, aber jetzt geht's endlich weiter. So. Welser Fans fordern einen Foul. Ist zu wenig. Denis Pašić. Armin Kafetic bringt hier den Ball nicht raus. Wird geblockt von Semir Mujkic und Dominik Balog. Und hier wird Duric gefoult von Svetolozar Angelov Josifov. Definitiv heute der schwierigste Name für mich. Semir Mujkic. Mujkic verliert hier den Ball, Sredojevic wieder im Angriffsmodus, wird zu Fall gebracht und es gibt wieder Konter für die Welser. Das war knapp von Denis Pašić. Sredojevic bleibt vorne liegen. Nicht Svetojevic, sondern Svetolozar Angelov, der Mann, der das 3-0 erzielt hat für die Kärntner. Er steht wieder, ist etwas angeschlagen, aber ich glaube, er kann noch weitermachen. Er kriegt wieder den Ball und es passt, ihn stört den Ball. Und wieder out für die Herrin Pink aus Kärnten. Ja, aktuell kein Spielfluss, viele Unterbrechungen. Jetzt wieder der Captain, Demirovic gegen Sredojevic. Und gibt es wieder eine gelbe Karte. Gelb, der... Und ja, er hat die zweite gelbe. Es gibt die rote für den aktuellen Torschützenführenden Kapitän der Welser. 27 Tore heute, hat er nicht genetzt. Ja, sie sind jetzt ein Mann weniger, wenn das Tor fällt, darf wieder einer rein. Muminovic. Thank you.
kann Flamengo diese Überzahl ausnutzen. Jetzt könnten sie sogar Flying Keeper spielen. Hätten sie 5 gegen 3. Und das 4:1 durch Armin Kachwicic. Noch 10 Minuten und 46 Sekunden. Und es darf wieder einer aus Fels, sie sind wieder vollzählig. Es kommt Mohamed oder Stanin, der das eine Tor für Fels geschossen hat. Ja, ein schöner Pass, Fedojevic liest das Spiel sehr gut. Fernando Hanovic geht in die Kabine. Ich habe ihn mit dem Tormann-Leiberl gesehen, wahrscheinlich kommt jetzt ein fünfter Mann, Flying Keeper, man geht auf alles oder nichts, könnte passieren, sicher bin ich mir noch nicht ganz. Ja, jetzt reklamieren die Wälzer, dass die Nummer 77 von Flamengo Svedojevic kein Überziehleiberl anhat. Das übergezogen, aber Publikum fordert gelbe Karte. Rena Nohanovic jetzt raus aus der Kabine. Mal sehen, dass jetzt ein Flying Keeper bei Welch gibt. Buric mit der nächsten Möglichkeit an Freund und Feind vorbei. Pushing auf Smail Delic. Schöne Drehung. Der Schuss auf das 5:1. Schöne Aktion. Und Smail Delic. Sein zweiter Treffer. Also 2:0 hat er auch getroffen. Ja. Trainer Nohanovic. Ja, wir haben auch das nächste Timeout von Wales. Es kommt ein Flying Keeper. Oder Stanin ist der Flying Keeper. Aber der Wechsel darf erst durchgeführt werden im Spiel. Sie wollten das jetzt schon. Aber erst wenn es angepfiffen ist, kann der Keeper Beganovic runter und dann oder Scanin. Was ist mit dem Leiber? Ja. Ich kann nicht einmal boten. Oh, super. Fünf zu eins. Aktueller Spielstand. Ja, jetzt ist der Flying Keeper drinnen. Oder Stanin spielt den Flying Keeper. Er darf ins Tor. Also den Ball mit der Hand halten, falls er den Wechsel mit Beganovic nicht schafft. Jetzt gehen sie alles oder nichts. Sehen wir hier noch verrückte 9 Minuten und 40 Sekunden. Ein Punkt wieder reichen für Wels. Aber Flamengo heute bislang deutlich besser, effizienter in den Chancen. Vor allem Svedojevic und Smail Delic. Die beiden Männer, die vorne nicht alles, aber das meiste machen. Okay.
Welser suchen wir eine Lösung. Mulkic. Und hier Oraschanin. Eckball. Natürlich tut Milovic weh, er schaut da aus der Garderobe zu, hat sich die Tür aufgemacht, dass er hier die zweite Gelbe bekommen hat. Natürlich weh, er ist ein Torgarant. Vor allem bei Flying Keeper kommt natürlich zu mehr Chancen als mit 4 gegen 4. Sehen wir jetzt die zweite Möglichkeit mit Flying Goalkeeper. Es fehlt der Entschluss nach vorne. Ja, und hier ist es! Das 5:2! Wenn das funktioniert, jetzt sehe ich dann, wer es gemacht hat, Bekanovic wieder im Tor. Oder Schalke stärkt sich momentan. Dominik Ballack verkürzt auf 5:2. Drei Tore brauchen sie in 8 Minuten. Also unmöglich ist es nicht. Die Welser haben schon gezeigt, dass sie Unmögliches möglich machen. Zum Beispiel zu Beginn der Saison sehr schlecht dagestanden, nur mal theoretisch eine Chance gehabt und dann war eigentlich jedes Spiel ein Endspiel und sie haben jeden bestanden. Bis jetzt. Aber sie planen hier ein Comeback. Oh, Ball bei Bekanovic, sehen wir wieder den Flying Keeper. Ja, oder Stanin steht schon. Oh. Das darf nicht passieren. Smail Duric macht, Smail Duric, Entschuldigung, macht hier sein Hattrick. Das 6:2. Bestraft diesen Fehler im Aufbauspiel, wo man offen steht, wo man den Flying Keeper bringen will. Ja, oder Stanin steht wieder drinnen. Dieser Fehler darf dir in so einer Situation nicht passieren. Man hat auf 3 Treffer verkürzt, jetzt sind es wieder 4. Drei Möglichkeiten haben sie gebraucht mit dem Flying Goalkeeper, dass sie verkürzen. Mal sehen, wie viel sie jetzt brauchen, ob sie es nochmal schaffen, die Welser. Ja! 6:3 durch Denis Bašić. Was geht hier ab in Wels? Man will sich nicht geschlagen geben. Zuerst kommt der Ball auf Oraschanin, er legt ihn sich mit der Brust runter und Bašić startet. Ja, Sie hören es, Denis Bašić. Also hier kann noch einiges passieren. Aufgestiegen ist noch niemand. Es ist in meinen Augen noch alles offen. Die Welser ohne Muminovic, den Captain und Topscorer. Flamengo hat Anstoß. Bei dem funktioniert es heute, wenn sie vorne Duric oder Sredojevic suchen, finden sie die oft und die verwerten die Dinger. Und hier Kakvecic hat im Hinspiel eine rote bekommen, gelb-rot. Eckball für Flamengo. Dritter Eckball für Flamengo. Eckball steht jetzt 3:1, bei den Fouls 2:2. Der Bulli-Bašić, Smail-Delic geht wieder ins Dribbling mit Tempo. Schuss, Bekanovic hält, kann er den Ball werfen.
geht doch nicht so schnell, aber soll auch nicht schnell gehen. Jetzt kommt wieder Horas Can hin, Flying Goalkeeper. Sie sind wieder mit 5 Mann draußen. Das Publikum unterstützt sie. Ja, 6 Minuten und 50 Sekunden. Schaffen sie nochmal hier ranzukommen. Dominik Pallock mit dem Schuss Eckball. 3-2 bei den Eckbällen in Halbzeit 2. Ja, knapp. Horas Can muss zurücklaufen. Das Tor steht leer. Wieso probiert das nicht? Fragen sich die Herren der Kärntner Bank. Ja, wieder mit der Brust Horas Can. Mit der Brust kann er, hat er heute schon zum zweiten Mal gezeigt. Pašić lässt sich da nicht zum Ball brennen. Von Serevic Christian gewinnt dieses Duell. Und sie stehen wieder mit 5 Mann vor dem Tor der Kärntner. Wollen wir noch einmal verkürzen, noch mal näher rankommen an das Unmögliche. Duric kann den Ball nicht kontrollieren. Jetzt kommt es darauf an, machen sie einen Fehler, so wie jetzt hier. Kann das wieder ein Gegentor bedeuten? Svetojevic war drüber, ja, er war drüber. Schiedsrichter Fatih Toglu hat es genau gesehen. Der zweite offizielle Fatih Toglu. Jetzt gibt Ugur, Coach, der Kärntner Obmann und Trainer, das Timeout für Kärnten. Die Karte hat er schon am Tisch gelegt. Nächste Unterbrechung gibt es wieder ein Timeout. Oder Canin? Pašić! Nein, wird rausgedrängt. Es gibt Unterbrechung. Timeout. 5 Minuten, 15 Sekunden zu spielen. Timeout. Und danach gibt es einen Eckball für die Welser. Eckball aktuell 3-3. Fouls 2-2. Ja, ein Wunder benötigen sie. Es ist möglich mit Flying Keeper. Sehr spannendes Spiel, ein erstklassiges Spiel in der zweiten Liga um den Aufstieg. Svetojevic und Delic bei Flamengo, die Strippenzieher, die Männer, die am effektivsten sind. Delic ein Hattrick, Svetojevic ein Tor, aber immer in Aktion, vor allem mit dem Ball. Wo sind die Fans des ersten FSV Wels? Doch kein Eckball. Mein Fehler. Svetojevic verliert den Ball gegen Duric. Melvin Duric. Und das Can ist wieder drin, Flying Keeper wieder da. Spätestens 5 Minuten Spielzeit wissen wir es. Wer wird der ersten Liga mitkicken mit Diamant, Della Rossa, Liberta, Graz, Juki Kleischnitzel und Co. Wer darf nächste Saison ab Herbst mitspielen? Wird Kärnten oder Österreich 3 Teams stellen als Bundesland? Wien hat schon 3 Teams. Aktuell schaut es aus, dass Kärnten 3 Teams stellen wird. Dagegen haben wir es die Welser oder Canin als Flying Goalkeeper, Denis Pašić und Co. Und das ist das Risiko der Flying Goalkeeper. Aber Flamengo trifft hier das Tor nicht. 4 Minuten und 10 Sekunden noch auf der Uhr.
Und hier wirft er einen langen Ball aus. Das kann auch da oder Stanin. Und hier gibt es einen Foul. Das dritte Foul von Wales. Und es kommt Fakhruddin Hasan Basic. Auch aus Linz hergewechselt von Diamant. Oder Stanin, Flying Goalkeeper von Luti Kreischnitzi. Hergewechselt. Auf Flamengo William Fall gesehen haben. Oh, hier war eigentlich schön abgelegt vom Ballock. Es war keiner da. Und jetzt erhitzt sich die Elita. Gelbe Karte für Denis Basic. Wettlosar am Boden und hier Turic diskutiert hier noch weiter. Unschöne Szene, die Tribüne ist auch schon etwas unruhig. Keeper Lushin beruhigt hier die Situation. Die Situation beruhigt sich schön langsam. Wir warten noch, steht er auf. Es dürfte Hasan Kupinic sein. Nein, es ist Faris Buljubasic, der lange Mann. Noch zwei gelbe Karten für die Welser, für Hasan Basic und Denis Basic. Ja, an Karten hat es heute nicht gefehlt. Sechs Karten für Wales, zwei für die Kärntner. Insgesamt acht Karten. 6:3. 3 Minuten 33 noch zu spielen. Schöne Annahme von Smail, er sucht den Weg zum Tor, wird gehindert von Semir Mujkić. Und Flying Keeper ist wieder da, oder Stanin. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Sie wollen sich nicht geschlagen geben. Großer Kampfgeist hier von den Welsern. Die ganze Saison schon gezeigt, schön abgelegt, das ist der richtige Ball nicht. Eckball, dafür der richtige Lushin. Turic geschossen, das Stanin für Eckmar Heber auf Turic. Turic zurück auf Mujkić. Mujkić legt in sich. Stange! Und Basic! Das 6:4! Was ist da los in Wales? 6:4! Morris Grönfan, Flying Goalkeeper oder Stanin macht es möglich. Zwei Tore würden noch reichen, dann hat Oberösterreich drei Teams in der ersten Liga. Flamengos halten sie hier das Resultat oder zumindest ein Treffer mehr als die Oberösterreicher. Sind sie in der ersten Liga, Smail Delic, gefährlicher Mann, gefährlich. Und an die Sprossenwand.
Ball für Beganovic. Bašić. Hasan Bašić. Und Flying Keeper kommt wieder. Bloß keinen Fehler machen. Devise bei den Welser. Spannung pur hier. 2 Minuten und 20 Sekunden. Hasan Bašić direkt in die Hände von Lušić. Der trifft die Decke. Das musst du ausnutzen. Haben wir bei Diamantlin schon anders gesehen. Bekir Hodžić hat es schon mal geschafft im letzten, ja, wenn nicht im heutigen. Aber Scanin hält hier die Hoffnung hoch. 2 Minuten. Sind hier nur noch 1 Minute und 55 zu spielen. Und da wäre es fast wieder gewesen. Smajlinić wieder im Dribbling. Wird von Budic aufgehalten. Kein Foul. Out für die Welser, für die Oberösterreicher. Hasan Bašić. Oder Scani. Mujkić. Budic. Bašić. Mujkić. Schuss bleibt wieder hängen. Und jetzt wird's gefährlich. Ja, er löst es gut, Semin Mujkić. Svetolosa hier mit dem Angriff. Eine Minute 15, nicht mehr viel Zeit. Lušić hält. Und er geht wieder an die Decke. Lušić. Liegt noch am Boden, ist da erwischt worden, wahrscheinlich von Denis Bašić. Vielleicht auch ein bisschen ein Zeitspiel, was absolut üblich ist bei solchen Spielen, wo du ein bisschen Zeit rausholen musst, obwohl die Uhr hier steht, aber dennoch irritiert das den Gegner. Zwei Tore Vorsprung, eine Minute und acht Sekunden. Mujkić, Mujkić versucht! Der Ball hängen. Wie schaut's aus? Ja, und das ist die Entscheidung. 7 zu 4 für die Kärntner. Der Spieler mit der 98, Admin Kachvedic, fixiert den Aufstieg. 7 zu 4. Die Welser bleiben mit kleinen Goalkeeper. Das wird sich sehr schwer ausgehen. Hand, sie wollen Hand gesehen haben. Die Welser. Und 47 Sekunden reine Spielzeit. Doch es ist sehr, sehr schwer, auch wenn hier ein Tor gelingt. Haben beim Anstoß die Kärntner wieder den Ball. Man muss sagen, die Kärntner, die waren heute besser. Viel effizienter vor allem. Smail Delic und Christian Srojevic waren die Spielzieher. 34 Sekunden. Ja. Es wird heute die Rückfahrt für die Kärntner ein Partybus. Sie sind gemeinsam mit den Fans am Busangriff und hier geht an die Stange. Noch 24 Sekunden. Lušić sieht nicht, dass das Tor leer ist. Versucht auch gar nichts. Sie halten den Ball noch 17 Sekunden. Ja, und sie werden dies nicht zu Ende spielen. Sie werden die Zeit ablaufen lassen, geben sich die Hände. Die Welser verlieren hier zu Hause. Sie spielen das erste Mal in Wels. Leider nicht glücklich. Flamengo steigt auf. Kärnten hat nächstes Jahr drei Mannschaften in der ersten ÖFB-Futsal-Liga. Wir gratulieren den Kärntner
Carinta Flamengo Futsal Club steigt auf. Gratulation. Ja, auch wenn das Spiel hitzig war. Was ist das für ein Spiel? Gibt es hier Handshake? Jetzt gehen Sie zu den Fans, zu den Mitgereisten. Sie dürfen feiern, wir dürfen gratulieren. Hens war Favorit im Vorhinein. Doch Flamengo war heute besser, haben sie es in diesem Spiel verdient. Aber Wels müssen wir auch gratulieren zu dieser unglaublichen Saison. Sie hatten nur mal theoretisch eine Chance. Es war eigentlich jedes Spiel ein Endspiel. Und sie waren hier bis zur letzten Minute eigentlich dabei. So wie wir uns. Wir danken euch fürs Zuschauen. Und zum nächsten Jahr seht ihr mehr von der zweiten Liga. Heuer gibt es noch ein paar Spiele in der ersten Liga. Danke fürs Zuhören. Da werden wir noch auswählen. Das ist nicht gerade, weil ich weiß nicht, wie das gerade liegt.
Du musst auf die Luft schauen. Ja, du gut. Und soll ich denn? Ja, okay. Also, mir muss meine zeigen, oder? Ja. Warte, sonst kannst du ja das machen. Ja. Ach, dann. Schau, das funktioniert ein bisschen anders. Das ist deppert nicht. Ich glaube, das habe ich noch nie gesehen. Hallo, hallo. Du schneidest das so nicht aus, aber das ist live, oder? So. Okay. Soll ich ja Blazer sein, kurz? Hey, Uwe, warte mal kurz. Na, Akif, geh weg, geh weg. Geh weg, Akif. Noch tut sie weg, bitte, tut sie weg. So, geht's? Ja. Hörst du was? Ich hab schon sag mal was. Hallo, hallo, servus. Erstens passt sehr gut. Der Kapitän von Flamengo bei mir, gratuliere mal zum Aufstieg. Danke, danke. Wie war das? Wie habt ihr euch vorbereitet mal für das Spiel? Wir haben nach dem Sieg letzte Woche in Graz, haben wir alle gewusst, jetzt ist noch ein Finalspiel, da müssen wir alles rausholen. Wir haben wieder mal die Unterstützung unserer Fans gehabt, die uns immer pushen. Und wir haben halt gewusst, okay, es wird eine harte Partie, aber insgesamt haben wir gewusst, dass wir die bessere Mannschaft sind. Das haben wir heute bewiesen. Das habt ihr absolut bewiesen. Bleiben wir bei den Fans. Ihr seid alle gemeinsam mit den Fans mit einem Bus mitgereist. Super Unterstützung. Ja. Klagenfurt ist jetzt nicht ums Eck. Ja, das ist ein Wahnsinn. Das zieht sich schon die ganze Saison. Die Fans von uns sind definitiv auf Platz 1 auf der Tabelle. Da haben sie überhaupt keine Gegner. Und ja, wir sind immer wieder glücklich, dass wir so eine Fanschaft. Wie oft das Mikrofon überlebt. Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Kann ich ein bisschen was sagen? Hat das Mikrofon überlebt? Wie ja, hat es überlebt. Ich habe ein bisschen geschaut. wo wir stehen im Saal, ja? Bei den Fans, ja. Fans sind absolute Nummer 1, auswärts wieder haben. Und das heißt, das brauchen wir nicht reden. Das letzte Spiel hat euch eigentlich die Kraft gegeben, das Schützenfest 11-4 in Graz. Da habt ihr gesehen, hey, wir sind da. Ja, wir haben ein bisschen das Glück gehabt, dass irgendwie uns alle als schwächer angesehen haben, was wir eigentlich waren. Wir haben in der Saison keine einzige schlechte Partie gespielt. Wir waren immer mäßig die bessere Mannschaft. Und am Ende hat das Glück gefällt. Jetzt die letzten zwei Partien gegen Graz und Wels, haben wir einmal das geliefert, was wir uns alle erwartet haben. Und somit steht der Aufstieg fest. Ja, weil du gesagt hast, euch haben sie als schwächer angesehen. Ich habe es eigentlich auch im Vorfeld die Favoritenrolle an Wels gegeben. Ja, klar. Wenn es so angeboten wird, dann schickt man das gerne rüber. Okay. Hat euch die Underdog-Rolle gepasst? Bitte? Hat euch die Underdog-Rolle... Ja, hat uns gepasst. Wir nehmen sie. Danke. Dann hat man ja heute gesehen. Ja. Und dann aber ein paar... blöd aus der Wäsche geschaut, was wir wieder veranstaltet haben. Ja, ich muss sagen, ihr habt wirklich eure Chancen genutzt, vor allem der Smile und der Christian, die waren heute überragend. Über die zwei brauchen wir nicht reden. Zwei absolute Waffen und ja, und die bleiben bei uns. Wir sind ein Team, wir gehen jetzt in die Bundesliga und da geht es weiter. Sehr gut, ich habe nur. Wir sind eine Familie. Familie, schön, sagt der Coach. Nur zwei Fragen habe ich. Was erwartest du von nächster Saison gegen Diamant, Stella Rossa, Liberta, Luti? Wie siehst du wir die? Wir müssen auf jeden Fall arbeiten. So, wir werden an uns arbeiten. Wir werden noch stärker zu den Spielen fahren, als was wir jetzt fahren. Da könnt ihr euch sicher sein. Und jetzt wird dann ein frischer Wind wehen in der ersten Bundesliga, weil die Flamengos kommen. Ja, drei Kärntner Vereine. Noch mal letzte Frage noch. Kann man morgen mit dir am Arbeitsplatz rechnen? Boah, ich hab schon spekuliert und habe schon im Vorhinein ein paar Sachen abgeklärt, aber heute kocht es auf jeden Fall. Okay, dann passt. Dann wünsche ich eine gute Heimreise, viel Erfolg und Glückwunsch. Danke euch, danke, danke, danke. Warte, du. Hört man bei dem was? Hört man bei dem was? Jetzt müssen wir es mal abdrucken. Halt mal den. Okay. Bitte.
Jetzt tut mir leid. Ja. Habt ihr was? Ja, ich mach mir eine Meinung. Das ist wurscht. Ja, er kann nicht, das ist meine Tiefe. Что с меня тут он может? Я знаю, может. Я говорю, что ты встачил. Вместе все, будешь? Там можно. И хейна не он. Санель, wie hast du das Spiel gesehen? Vier Erwartungen, Schlussphase war noch sehr spannend. Da hat man es eigentlich fast nur gehabt, die erste Liga. Sehr nahe, ja. Ich sage danke an die ganzen Fans, danke an die Gegner, war ein extrem spannendes Spiel. Die wollten es einfach mehr. Man hat es gesehen am Platz. Unsere Jungs waren in der ersten Halbzeit waren es nicht so wach, in der zweiten Halbzeit sind sie dann gekommen, aber leider zu spät. Also, ja, kann man nicht sagen. Also, die wollten es mehr einfach, ist so. Ja, du sagst sehr nahe, wie nahe geht da das? Man hat wirklich gehofft, man hat eigentlich eine unglaubliche Saison gespielt. Eigentlich war jedes Spiel ein Endspiel, man hat Anfang November nur theoretisch die Chance nutzen können. Und genau. Letzte Woche haben wir es der Theorie-Praxis gemacht. Ja. Wie war die Saison? Man muss sich drei Trainer habt's gehabt. Wer hat das meiste bewegt? Genau. Das, wie du angesprochen hast, die drei Trainer, das war ein wenig chaotisch am Anfang, jetzt ist der Enver zu uns gekommen, wo ich auch sagen muss, danke, der hat wirklich auch viel uns beigebracht und der hat auch die Mannschaft jetzt formiert, wir haben ein paar neue Spieler geholt und ja, turbulente Saison, also am Anfang hat es nicht so gut hingehauen und jetzt haben wir die neuen Spieler geholt und ich glaube sechs oder sieben Spiele hintereinander haben wir gewonnen, ein unglaubliches Torverhältnis und ja, die Chance nochmal war eigentlich 0%, 0,1%. Wir haben es geschafft. Letzte Woche gegen LPSV. Nach zweieinhalb Jahren haben sie wieder mal verloren. Gegen uns. Und ja, ich weiß nicht. Vor allem das gegen Kärnten hat es Wellen geschlagen. Genau. Dass ich die nicht mehr lange auf die Folter spanne. Nächste Saison. Schafft ihr es? Was habt ihr vor? Nächste Saison greifen wir wieder zu 100% an. Werden nur mehr da, dass wir in die erste Liga kommen. Also wir haben jetzt schon hart trainiert und wirklich viel trainiert, aber es ist zu wenig, wir werden nur mehr trainieren. Also kann man versprechen, nächstes Jahr, erst FSV Wels wird in der ersten Liga spielen. Passt. Dann Sanel möchte ich nicht mehr auf die Folter spannen. Super, danke. Sag danke, danke. Wünsche dir alles Gute und nächstes Jahr dürft ihr auch den Aufstieg feiern. Danke, ebenfalls, danke. Bravo. Thanks. Ganz kurz. Du bist der größte Fan von Jan, oder wie? Ja, von Flamingos. Okay, passt. So, jetzt haben wir noch den größten Fan von den Flamingos. Wie heißt du? Akif, wie hast du das erlebt, das Spiel? Ja, gut, haben wir gespielt heute. 4-7 gewonnen, sagen wir in der Bundesliga. Sagen wir weiter, was passiert. Wir haben einen Push, bitte feiern. Bisschen mehr, oder? Ja. Bitte früh. Danke. Was wird nächste Saison passieren? Was schafft ihr in der ersten Liga? Wir werden mal hier Meister werden. Das sind große Worte. Ja. Wer war heute der Beste für dich? War gut, mir war gut. Auch von den Spielern her, wer hat am meisten taugt? Der eine ist Luciano und der Nino. Luciano. Ja. Okay, also, sag ich danke, Aki, ich wünsche dir gute Heimreise, gell? Ja. Unbedingt, das ist ja